ist er schnell eingeschlafen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da so gut einschlafen könnte wie die. Aber die sind jetzt auch schon seit echt, seit wie vielen Monaten? Seit 3 Monaten unterwegs? Da bringt man sich das schon echt bei. Hey Daniel, how are you doing? It sucks. I'm coming. Zelt zusammenlegen, ne? Was ist denn mit Mushroom los? Mushroom will raus. Hier hin, Polast. So, was ist los? So, what's going on? It doesn't fit in. There's too much stuff. It's fucking bullshit. Hey, cool down. It's gonna be okay. I know. But... What did you pack in? What the f- Dude, you can't fit the whole room in. Don't worry. Your super strong big brother can help. Awesome. Awesome! Thanks, Sean. Well, looks like we're almost set. Where's Mushroom? Still peeing, I guess? I'm gonna check what she's up to. Okay, I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. Oh, bitte lass nichts passiert sein. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Abwaschen kann jemand anderes. Waschen auffüllen. Tja, Medizin. No way I can give any of these to Daniel. Wenn alles irgendwelche Pharmazeutika, irgendwas Strangers sein. So, hat er hier irgendwas vergessen? Wurde bestimmt vom Schneemann begraben. Vielleicht mehr so ein Waschbär, der dann weghoppelt und dann ist er auch hinterher. Okay. Können den Rucksack noch nicht mitnehmen. Heldflasche hinzufügen. Okay, all done. Where the hell is he? Das ist ja kein Scheiß. Bitte jetzt nicht sowas. Daniel! Daniel! Hey, you out here? Ist das denn für eine Frage? Daniel! Oh, ist das nicht cool. Wo ist sie? Er macht doch nur einen Spaß mit uns, oder?
Weh, es ist was mit dem Hund. Weh, es ist irgendwas mit beiden. So, erstmal den Spuren nachlaufen hier. Ja, doch was. Wenig. Daniel? Where are you? Das alte oder neue Spuren? Die gehen hier rüber. Das ist eine Pinkelecke. Gelber Schnee. Dude, what are you doing? Was, Blut? What the fuck happened here? Nein. Was ist denn jetzt passiert? That's not good. Oh nein. Daniel? Okay? Listen. Leave me alone! No! Go away! Go! I'm so sorry. Just wouldn't have changed anything to kill it. I'm right here. It's all right. Oh Gott, was für ein Scheiß. Begründung dieser Riesenkatze nicht aufs Maul zu geben? Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie Mushroom mitnimmt und sie einfach verjagen kann. Und trotzdem ist es irgendwie, einen Kleinen davor zu bewahren, irgendwie eine riesige Katze umzubringen, dass er nicht irgendwie die Macht, dass er nicht der dunklen Seite verfällt. Ich weiß es nicht. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das ist hart. Oh, dieses Spiel schafft es in wenigen Sekunden, es so hinzukriegen, dass ich keine Lust mehr habe, es weiterzuspielen. Oh, es ist schlimm. Jetzt mache ich mir Vorwürfe, wir haben die rausgelassen. Ey, ich krieg nicht da. Warum rennt da so eine riesige Katze rum? Was soll das? Was ist denn. Leben wir denn hier? Rechnet denn damit? Here. You should do it. That's it. It's bullshit. You can't even bury her. Well, unless you want to say something. Goodbye, Mushroom.
were such a good puppy. I'll always remember running through the snow with you and how you snuggled. And I'll never forget you. Never. Ist das ätzend, was das halt für eine Bedeutung halt auch hat, ne? Auf diesem Weg einen Hundewelpen zu befreien von irgendwelchen rassistischen Idiotenpennern, dann das wieder zu verlieren, einen Monat später, ist, oh. Thank you, Mushroom, for looking after us in these woods. You won't be forgotten. Sean, do you think she's up in heaven? With Dad? Yeah. I'm sure he will look after her. Wait. What about his allergies? Don't worry, Inanna. There's no allergies up there. They'll be fine together. Okay. We should go. It's getting late. Oh. Okay. Traps. Should we leave them up? They'll protect the next runaways to stay here. I put both you in charge of the house, Mushroom. So long, my dudes. Nee, Oga. Ich habe keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber ich kenne das noch so als Grundregeln von Filmen und Romanen und alles. Das ist irgendwie quasi Tiere und Kinder. Denen passiert nichts. Märchenregeln? Ich weiß es gar nicht. Wo ist es? Das ist halt ungeschriebene Regeln? Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass das halt irgendwie so ein Tabuthema ist. Ich weiß auch nicht mehr. Es ist durch irgendeinen Film oder durch irgendeine Geschichte wurde das mal gebrochen. Und seitdem passiert das immer wieder mal. Oh, ich erinnere mich aber nicht mehr. Es ist unglaublich toll. Besonders, weil es ein Welpe war. Ich muss aber auch wirklich gestehen, ich habe jetzt hier nicht das amerikanische Denken, dass außerhalb des Hauses Wildkatzen im Schnee rumrennen, die kleine Hunde fressen. Das ist aber auch echt, also überhaupt nicht im Entferntesten in meinem Sinne bevor, dass das überhaupt funktioniert. Life is strange, nicht Märchen is strange. Ach, scheiße. Mann, es geht doch darum, dass das halt in der Geschichtenschreibung, Geschichtenerzählung, ich weiß nicht mehr was, also ich weiß, das ist ein Film, irgendwo war das mal ein ungeschriebenes Gesetz, dass es halt eben nicht solche Regelbrüche gibt, ne? Ich weiß auch, was du meinst. Ich glaube, war das Walking Dead? Nie selber gesehen, aber es kann sein, dass die das gemacht haben, dass die den Regelbruch gemacht haben mit einem Kinderzombie. Weil sonst war das immer ein Tabuthema. Aber ich weiß es nicht mehr. Ist auf jeden Fall kein cooles Gefühl. Ne? Das ist schon wieder dieser Punkt. Das war so Walking Dead und Kinderzombies. Ja genau, aber ich weiß nicht mehr, das weiß ich. Aber ich weiß nicht mehr, ob das der erste filmische Regelbruch war. Dass Kindern nichts passiert oder man es nicht mitbekommt. Oder, ne, also, dass es doch in der Filmerzählerei ja doch schon dazu kommt, dass halt mal irgendwie sowas passiert. Ja, aber ich glaube, dass es nie zu sehen war. Ich glaube, die haben das halt geändert. Da gab es den Kinderzombie. War das nicht auch? Ne, obwohl.
Ich kenn nur die Einstellung oder die Darstellung von irgendwie dem Jubiläum von 10 Jahre oder von der 10. Staffel. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nie gesehen. Aber die haben da eine Einstellung gemacht, die sehr, sehr cool ist, weil die Schauspielerin, die den Kinderzombie dargestellt hat, ja nochmal auftauchte dann später und sowas. Aber will nicht in Gefahr kommen zu spoilern.